Hallo, wenn ihr wissen wollt, wie man so eine stützende Häkelzucker arbeitet in Größe 38, 39, dann bleibt jetzt einfach dran. Ich wünsche euch viel Spaß. Hallo, wie man so eine Häkelzucker mit der Shape Häkel zeige ich euch heute. Wir machen ja aktuell einen Stützstrumpfkeil und da wollten einige Teilnehmer auch die gehäkelte Version. Alle Infos findet ihr unter diesem Video und wenn der Stützstrumpfkeil abgelaufen ist, Ende Juni, findet ihr diese Anleitung und auch die schriftliche Anleitung weiterhin unter dem Video. Verwendet habe ich dafür die Wooly Hugs Shape. Shape heißt Formen, da steht auch drauf. Die Wolle bringt dich in Form. Sie besteht zu 70% aus Polyamid und 30% Elastan und läuft 165 Meter auf 50 Gramm. Kann wie herkömmliches Sockengarn mit 40 Grad in der Waschmaschine gewaschen werden. Und ihr seht es schon, die Shape ist ein sehr elastisches Garn, weshalb eben diese witzige Idee zum Stützstrumpfkall kam. Stützstrumpfkall, also Kall heißt Nittelong, zusammen stricken und wir machen jetzt eben den Kall mit C, wir häkeln zusammen. Er ersetzt natürlich nicht die medizinischen Stützstrümpfe, also bitte nicht verwechseln. Trotzdem hat diese sogar eine leicht komprimierende Form, die eben schon mal sehr angenehm ist beim Tragen. Es gibt es in einigen Farben, gedeckten Farben, hier eben auch dieses Jeans, gibt es in Schwarz und auch in einem hellen Grau und noch in einem helleren Blau, also könnt ihr euch einfach mal umschauen. So, was brauchen wir jetzt? Ich habe für diese Socke hier normaler Länge habe ich genau 50 Gramm benötigt. Ihr benötigt für so eine Socke also insgesamt 100 Gramm von der Shape und eine Häkelnadel Nummer 3,5. Dann verwende ich noch drei Maschenmarkierer und für den Anfang einfach nur einen Kontrastfaden, damit dieser schnell gewechselt ist. Das seht ihr jetzt gleich, wofür ich den verwende. Und ich beginne mit einer Fadenschlinge. Ich lege also das Ende des Fadens unter den Faden, der vom Wollknäuel kommt, steche ein, hole den Faden durch und häkle eine Luftmasche. Und jetzt häkle ich in diesen Ring 8 Sockenmaschen. Die gehen wie folgt, ich steche ein, hole den Faden durch, hole den Faden und ziehe ihn durch eine Schlinge und dann hole ich nochmals den Faden und ziehe ihn durch beide Schlingen. Eins, zwei, drei, vier, 5, 6, 7, 8. So, jetzt ziehe ich den Anfangsfaden an, noch nicht ganz fest, weil ich arbeite die jetzt in Spiralen und steche jetzt gleich in die erste Masche ein. Und für mich geht das eben einfacher, wenn ich hier nicht gleich ganz fest zusammenziehe, sondern ich zähle zurück. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Das hier ist meine Einstichstelle für die erste Masche. Hier häkle ich wieder eine Sockenmasche rein. Und jetzt schließe ich die Runde vollends. In diese erste Masche häkle ich jetzt noch eine weitere Sockenmasche und in die folgenden 7 auch, sodass ich dann eben 16 Maschen in Arbeit habe. Ich habe also jetzt 2, dann in die zweite Masche 2, 3,
4. Dann in die dritte Masche, 5, 6, in die vierte Masche, 7, 8, in die fünfte Masche, 9, 10, in die sechste Masche, 11, 12, in die siebte Masche, 13, 14 und in die achte Masche, 15, 16. So, und jetzt lege ich hier den Kontrastfaden rein, bevor ich mit der nächsten Spirale beginne. Und hier arbeite ich jetzt nur in jede zweite Masche 2 Zuckenmaschen rein. Also eine einzelne und dann 2. Eine einzelne und dann 2. Wieder eine einzelne und dann 2. Eine einzelne und dann 2. Eine einzelne und wieder 2. Eine einzelne und wieder 2. Eine einzelne und wieder 2. Und noch einmal eine einzelne und wieder 2. Jetzt habt ihr 24 Maschen in Arbeit. Ihr habt ja jetzt wieder 8 Maschen zugenommen. Und jetzt lege ich den Kontrastfaden wieder eine Reihe höher. In der nächsten Spirale nehme ich jetzt nur 4 Maschen zu. Das heißt, ich steche in jede sechste Masche 2-mal ein. 1, 2, 3, 4, 5, 6 und hier jetzt ein zweites Mal einstechen. Dann wieder 1, 2, 3, 4, 5, 6 und wieder ein zweites Mal einstechen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und wieder ein zweites Mal einstechen. 1, 2, 3, 4, 5, und wieder ein zweites Mal einstechen. Und ich hatte ja zuvor 24 Maschen in Arbeit und habe in jede sechste Masche eingestochen. Das heißt, ich habe jetzt 4 Maschen zugenommen. Jetzt habe ich 28 Maschen. Und über diese 28 Maschen häkle ich jetzt eine Runde ohne Zunahmen. 1, 2, 3, 4, 5.
Also anfangs hier bei der Spitze, man kommt hier ja sehr schnell voran. Da zähle ich eigentlich die Maschen auch jetzt noch immer gerne mit. Dann habe ich einfach so eine doppelte Absicherung, ob die Spirale beendet ist oder ob ich genügend Maschen zugenommen habe. Weil wenn man ja in Spiralen häkelt, lässt sich's nicht so gut nachträglich zählen. Und deshalb zähle ich also, wenn ich nicht nebenher ein Video aufdrehe und so noch ein bisschen was erzähle, zähle ich für mich immer mit. Natürlich ist der Hilfsfaden trotzdem wichtig, wenn es mal kurz klingelt oder man eben gestört wird, dass man dann noch weiß, wo man sich in der Arbeit befindet. Also deshalb werde ich den Hilfsfaden dann, solange die Zunahmen sind, auch immer mitnehmen. Mit hochnehmen. So, und jetzt komme ich eben zum Hilfsfaden. Das ist die letzte Masche. Ihr erkennt es auch daran, hier habe ich ja in der vorigen Reihe in die letzte Masche auch zweimal eingestochen und diese zweite Masche ist jetzt behäkelt, also ist diese Runde mit 28 Maschen beendet. Oder Spirale. In der nächsten Spirale steche ich in jede siebte Masche zweimal ein. Ich nehme also wieder vier Maschen zu. Drei, vier, fünf, sechs, sieben und ein zweites Mal einstechen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben und ein zweites Mal einstechen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben und auch jetzt ein zweites Mal einstechen und nochmals eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Und ihr seht, die Runde ist wieder beendet. Hier noch ein zweites Mal einstechen. Und jetzt habe ich 32 Maschen in Arbeit. Jetzt häkle ich wieder eine Runde über alle Maschen. Jetzt sogar zwei Runden. Wir befinden uns ja jetzt, also insgesamt werde ich 38 Maschen benötigen, aber jetzt kommt dann nur noch eine Spirale, in der ich vier Maschen zunehme, dann nur noch zwei in der letzten Zunahmespirale und deshalb eben jetzt zwei Runden ohne Zunahmen häkeln, damit sich vorne schön eine Spitze entwickelt. Und diese nicht zu rund wird. So könnt ihr auch eure Schuhgröße schön anpassen. Also diese Socken werden ja auch in unterschiedlichen Größen beschrieben, gerade wenn sie so ein bisschen eine komprimierende Wirkung haben, sollen sie schon genau angepasst sein und nicht jeder, der Schuhgröße 38, 39 hat, dem eben diese Socke hier entspricht, hat einen gleich dicken Fuß und deshalb kann man das hier schön mit den Maschen eben anpassen.
So, jetzt ist die erste Runde ohne Zunahmen beendet. Ich lege den Kontrastfaden wieder hoch und häkle nochmal eine Runde drüber. Dadurch, dass die Socke ja von der Spitze aus begonnen wird, ist das ganz praktisch, weil man dann auch immer in den Schuh mal rein schlüpfen kann oder in den Strumpf, um anzuprobieren, ob die Größe so passt. Ich würde euch auch empfehlen, wenn ihr hier mal eure Maschenzahl und eure Reihenzahl oder Zentimeterzahl gefunden habt, schreibt euch das auf. Das nächste Paar ist dann wesentlich schneller gearbeitet, wenn man nicht mehr messen und ausprobieren muss. Es lohnt sich also, wenn man Gefallen gefunden hat an seinen Socken, arbeitet man die ja oft noch ein zweites und ein drittes Mal. Oder vielleicht auch nach einer längeren Zeit dann noch einmal. So, jetzt noch eine Runde oder Spirale mit 4 Zunahmen. Diesmal jetzt in jede 8. Masche 2-mal einstechen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 und jetzt ein zweites Mal einstechen. Dann wieder 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 und ein zweites Mal einstechen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Und ein zweites Mal einstechen und noch einmal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, jetzt habt ihr 36 Maschen in Arbeit. Jetzt häkelt ihr nochmal eine Runde ohne Zunahmen. Und in der folgenden Runde oder Spiralen nehmt ihr dann, ich möchte eben auf 38 Maschen kommen, da brauchen wir dann eben noch 2 Zunahmen. Das heißt, ihr stecht in jede 18. Masche. Dann einmal hier und dann wieder hier am Ende der Runde stecht ihr noch einmal jeweils 2-mal ein. Also arbeitet ihr 2 Zunahmen, sodass ihr dann auf 38 cm seid. Und dann beginnt die Fleißarbeit, bis wir hier zu den Zunahmen für Rist und Ferse kommen. Und die beginnen nach 17 cm. Also jetzt eine Runde ohne Zunahmen, eine Runde mit 2 Maschen zunehmen und dann 17 cm ab Anschlag häkeln. Und dann treffen wir uns wieder. So, ich habe jetzt also 17 cm ab Anschlag
Und hier ist mein Kontrastfaden und ich bin jetzt eben genau über dem Kontrastfaden. Und hier markiere ich mir jetzt die Mitte neu mit einem Maschenmarkierer, der bleibt. Und jetzt werden wir für Rist und Käppchen hier Maschen zunehmen. Und da bei gehäkelten Maschen diese Maschen sich mit jeder Spirale etwas versetzen, ist es anders als beim Stricken, dass man hier einfach eine Masche rechts und links markieren kann und an dieser Masche orientiert man sich, sondern wir werden uns jetzt an den Markierungen orientieren. Ich werde also jetzt genau, wenn das hier die Hälfte ist, diese Maschen abzählen. Ich habe ja 38 Maschen und dann ist das die erste Masche. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Das hier ist die hintere Mitte, das hier ist die vordere Mitte jetzt von der Häkelarbeit aus gesehen. Und die mittlere Masche markiere ich jetzt. Bei 19 Maschen ist das dann die 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Und ich zähle jetzt hier 19 Maschen weiter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. So sieht das Ganze jetzt aus. Wir orientieren uns jetzt an diesen Markierungen und nicht direkt an einzelnen Maschenzahlen, weil sich das Ganze eben jetzt verschieben kann durch diese Verschiebungen, die es eben beim Häkeln gibt. Klingt vielleicht etwas kompliziert, ist aber ganz einfach. Wir häkeln jetzt bis zur Markierung. Und ich zähle jetzt auch nicht. Das hier ist die markierte Masche. Vor der markierten Masche, also jetzt hier in diese Masche, arbeite ich eine Zunahme. Das heißt, ich häkle hier zwei Sockenmaschen rein. Bei der Markierung häkle ich eine Sockenmasche und nach der Markierung wieder zwei. So, und jetzt häkle ich rüber auf die andere Seite. Auch jetzt zähle ich bewusst die Maschen nicht, damit ihr nicht durcheinander kommt, sondern dass ihr euch dran gewöhnt, quasi, dass ihr euch an diesen Markierungen orientieren müsst, nicht an irgendwelchen Maschenzahlen. Das kann nämlich tatsächlich eben mal immer mit einer Masche variieren, weil sich das eben verschiebt. Wer schon öfters in Runden gehäkelt hat, der weiß bestimmt auch, was ich hier meine. Wenn man in hin und her gehenden Runden häkelt, verschiebt es sich nicht. Ich wollte aber diese Socke bewusst in Spiralen häkeln, weil diese Sockenmaschen gefallen mir einfach besser, wenn sie in Spiralen gearbeitet sind. Dann sieht man, diese Knötchen liegen dann auf der Innenseite und es gibt eben ein schönes Maschenbild. So, jetzt sind wir auf der anderen Seite bei der Markierung
Vor der Markierung häkel ich wieder zwei Maschen rein, in die Markierung nur eine und danach wieder zwei. So, und jetzt häkeln wir bis zur Mitte. Das ist übrigens diese Mitte hier, die ich markiere, ist die Sohlenmitte oder das, also hier entlang läuft quasi diese Mitte. Jetzt habe ich die erste Spirale geschafft und jetzt geht es weiter. Auch in der nächsten Runde werde ich wieder vor und nach den Markierungen jeweils eine Zunahme arbeiten. Ich häkle also einfach weiter. So kann man auch das Käppchen schön noch neben Fernseh- oder Podcast arbeiten. Man muss eben nicht zählen, man muss eben einfach nur drauf achten, wann kommt denn eine Markierung, wann muss ich eben wieder Maschen zunehmen. So, jetzt liegt hier die Markierung und ich lege nun fest, ich könnte jetzt diese Masche nehmen als Markierungsmasche oder diese. Ich finde, diese liegt noch näher bei der Markierung, also häkle ich noch eine Masche weiter und arbeite jetzt hier die Zunahme. Und das hier ist die eigentliche Markierungsmasche, die arbeite ich einzeln und danach wieder eine Zunahme häkeln. Und jetzt geht's rüber auf die andere Seite. Jetzt nähere ich mich der Markierung, die ist hier und ich lege auch hier fest, dass das die eigentliche Markierungsmasche ist und dass hier die Zunahmen reinkommen. Also folgen jetzt noch ganz normal zwei einzelne Sockenmaschen und hier kommen jetzt zwei rein in die Markierungsmasche eine. Und danach wieder zwei. So, und dann bin ich wieder in der Mitte angelangt. Man sieht jetzt schon langsam, wie sich die Socke hier weitet. Und ich lege also immer die Socke so hin, dass sich diese beiden Markierungen außen befinden. Und jetzt häkle ich wieder rüber bis zur Markierung. Man nimmt so auf diese Weise, also in jeder Runde vier Maschen zu. Jetzt auf jeder Seite zwei. So. Jetzt lege ich fest hier die Mitte.
dass die ungefähr hier ist, über der Markierung. Also werde ich hier zwei Maschen reinarbeiten, noch eine einzelne, hier dann zwei. Über der Markierung eine. Also wenn ihr eben hier so eine gerade Linie hochziehen könnt. Und nach der Markierung dann wieder zwei. Und dann geht's rüber auf die andere Seite und dort macht ihr das genauso. Und auf diese Weise, also immer wenn ihr hier die Runde beendet habt, zieht die Markierungen schön zur Seite oder legt eben eure Socke flach auf den Tisch und so könnt ihr dann schön hier die Markierungsmaschen rausfinden und rechts und links der Markierung eben immer eine Masche zunehmen. So, ich habe diese Zunahmen jetzt insgesamt in 7 Runden oder Spiralen gemacht. Also ich habe hier auf dieser Seite 14 Maschen zugenommen und auf dieser auch. Also insgesamt 28 Maschen und wir hatten hier ja 38. Das heißt, wir haben jetzt ringsum 66 Maschen in Arbeit. Und jetzt befinde ich mich wieder genau in der Mitte. Ich lege also wieder diese Maschenmarkierer auf die Seite, lege diese Socke so, dass die Zunahmen hier schön nach außen schauen und lege hier die Mitte fest. Das ist jetzt auch die Mitte vom Käppchen. Mein Käppchen wird insgesamt über 12 Maschen gehen, hier 6 und hier 6, also links und rechts von der Mitte. Und deshalb häkle ich jetzt 6 feste Maschen. Feste Maschen, jetzt keine Sockenmaschen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. In die folgende Masche häkle ich jetzt nur eine Kettmasche. Wende dann die Arbeit und häkle 12 Maschen zurück. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Wieder in die folgende Masche nur eine Kettmasche. Die Arbeit drehen auf die andere Seite, sonst habe ich den Faden vor der Arbeit. Und jetzt wieder 12 Maschen zurück. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Die 12. liegt jetzt hier so ein bisschen schräg. In die 12. steche ich ein, hole den Faden durch, lasse ihn auf der Nadel liegen und gehe jetzt hier in die nächste Masche. Hier hatte ich eben die Kettmasche eingestochen. Jetzt gehe ich in die nächste Masche, hole den Faden durch, habe jetzt 3 Schlingen auf der Nadel und hole nochmal den Faden und ziehe ihn durch alle 3 Schlingen durch. In die nächste Masche arbeite ich wieder nur eine Kettmasche, drehe die Arbeit und häkle wieder 12 Maschen zurück. Also erstmal 11 Maschen, bei der 12. häkle ich wieder die Maschen mit der Kante zusammen. 4, 5,
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 in die 12. Die liegt immer so ein bisschen schräg. In die 12. einstechen. Und ihr seht, hier ist die Masche schon behäkelt mit der Kettmasche. Also in die folgende Masche einstechen, den Faden durchholen. Jetzt habt ihr auch hier drei Schlingen, die ihr zusammen abschlingt. Und in die nächste Masche eine Kettmasche und wenden. Jetzt wieder 11 Maschen zurück. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Die 12. liegt hier so etwas schräg. Einstechen. Und jetzt seht ihr hier, das ist die Masche, die mit der Kettmasche behäkelt wurde. In die folgende Masche einstechen, Faden durchholen. Jetzt habt ihr hier drei Schlingen. Faden holen und durchziehen. In die nächste Masche eine Kettmasche häkeln und wenden. Und wieder 11 Maschen zurück. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. In die 12. Masche einstechen. Dann in die nächste unbehäkelte Masche einstechen, dass ich wieder drei Schlingen auf der Nadel habe und diese abschlingen. In die nächste Masche eine Kettmasche und wenden. Und wieder 11 Maschen zurück. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. In die 12. Masche einstechen. Hier schauen, wo ist meine nächste unbehäkelte Masche. Auch einstechen und die drei Schlingen abmaschen. Und in die nächste Masche einstechen und wenden. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, die 12. einstechen, hier die nächste unbehäkelte Masche nehmen. Und die 3. Schlinge durchholen, diese abschlingen und in die nächste Masche eine Kettmasche. So, jetzt könnt ihr hier schauen. Hier habe ich ja die Sockenmaschen gehäkelt und hier die festen Maschen. Hier hat also das Käppchen angefangen. Mit der Kettmasche an der Kante, dann habe ich die Reihe zurückgehäkelt und wieder eine Kettmasche. Und jetzt habe ich hier 1, 2, 3 Hinreihen, bei denen ich jeweils hier auf der Seite die in die Masche eingestochen habe, also die 12. Masche mit der folgenden unbehäkelten Masche zusammen und eine Kettmasche. Jetzt kommt die 4. Hinreihe, also die erste hier, das war ja nur eine halbe, aber die 1., 2., 3. vollständige Hinreihe, jetzt kommt die 4. Auch wieder zunächst 11 Maschen häkeln, 11 feste Maschen, 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Die 12. liegt hier etwas schräg. So, und jetzt steche ich nicht in die folgende unbehäkelte ein, sondern ich steche in die Masche ein, in die die Kettmasche eingestochen wurde. Und häkle die Masche ab und steche in die folgende Masche ein für die Kettmasche. Das kommt daher, dass zum Ausgleich der Höhe der Reihen zu diesen Maschen muss man eben hier jede vierte Hinreihe quasi eine Masche doppelt behäkeln. In der Rückreihe genau das gleiche auf der anderen Seite. Ich häkle zunächst 11 Maschen. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, in die 12. wie immer einstechen und jetzt in diese bereits behäkelte Masche einstechen für die 3. Schlinge. Und dann eine Kettmasche durchholen, wenden und jetzt geht es wieder mit ganz normal 11 festen Maschen weiter. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. In die 12. Masche einstechen, Faden holen und in die nächste unbehäkelte Masche einstechen, den Faden durchholen und eine Kettmasche häkeln. Und dann geht's zurück. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, in die 12. einstechen und in die nächste unbehäkelte einstechen und in die Kettmasche und wenden und wieder 11 Maschen zurück. 3, 4, 5, 6. Ich bin jetzt in der Mitte des Käppchens und möchte mal noch kurz was erklären, wie ihr hier. Ihr müsst ja jetzt wieder hier so viele Maschen abnehmen für das Käppchen, das sich jetzt hier schon richtig schön bildet, damit ihr nachher rundum für den Schaft wieder diese 38 Maschen habt, die ihr eben auch hier hattet. Und wir haben jetzt hier bei der Hinreihe zunächst eine Masche mit der Kettmasche behäkelt, um die abzunehmen. Eine, dann haben wir hier 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Maschen sind behäkelt. Ich habe auf der anderen Seite auch, das sind dann 20. 28 habe ich zugenommen. Hier. Das heißt, ich muss jetzt noch 8 Maschen abnehmen. Pro Hin- und Rückreihe nehme ich 4 Maschen ab. Ich häkle jetzt also noch eine Hin- und eine Rückreihe. Und dann zeige ich es euch nochmal, wie ihr das zählen könnt. 7, 8, 9, 10, 11. Und ihr seht jetzt hier, ich steche für die 12. ein, hole jetzt hier aus der Seite
Die 11. behäkle ich die 11. Masche, die jetzt dann abgenommen wurde, und die 12. mit einer Kettmasche. Und dann wende ich wieder und häkle wieder 11 feste Maschen. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 und die 12. Masche einstechen, seitlich hier in die folgende unbehäkelte Masche einstechen und noch eine Kettmasche und wieder wenden. Und jetzt häkle ich zunächst wieder 6 Maschen zurück in die Käppchenmitte. 2, 3, Moment, 1, 2, 3, 4, 5, 6. So sieht das Ganze jetzt aus. Hier hat sich ein schönes Käppchen gebildet. Und ich habe jetzt hier in der ersten Hinreihe habe ich hier die Kettmasche eingehäkelt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 Maschen sind jetzt behäkelt. Auf der anderen Seite auch. Das heißt, es sind 24 Maschen behäkelt. Würde ich jetzt nochmal eine Hin- und Rückreihe häkeln, wären es 4 weitere Maschen. Dann hätte ich genau die 28. Wenn ich aber jetzt übergehe zum Schaft, möchte ich hier an diesen Stellen auch Maschen abnehmen. Ich erkläre es euch gleich, klingt vielleicht etwas verwirrend. Auf jeden Fall beende ich jetzt das Käppchen. Und ich habe ja hier zu Beginn nach dieser Mitte mit festen Maschen begonnen. Und jetzt habe ich hier mit festen Maschen geendet und beginne jetzt mit Sockenmaschen. 1, 2, 3, 4, 5. Und so, jetzt aufgepasst, jetzt kommen eben nochmals Abnahmen. Ich steche jetzt hier in die 6. Masche ein, das ist bisher die 12. eben gewesen, hole den Faden durch wie zur festen Masche und steche hier in die nächste unbehäkelte Masche ein, hole den Faden durch, häkle eine feste Masche. Und nun geht es wieder in Runden weiter, und zwar mit Sockenmaschen bis zur anderen Seite. Jetzt habe ich hier ja eine Masche mehr abgenommen. Wie zuvor hatte ich ja 12 auf jeder Seite. Jetzt werde ich dann in der folgenden Runde beidseitig eine Masche abnehmen, dann habe ich 13 Maschen, also 26 Maschen insgesamt abgenommen. Das heißt, ich werde in der folgenden Runde nochmal 2 Maschen abnehmen und dann sind alle Maschen abgenommen, die ich zugenommen habe. Und ich habe dann wieder die ursprüngliche Maschenzahl erreicht. So, jetzt bin ich hier auf der anderen Seite. Ihr seht, diese Masche habe ich schon behäkelt.
Also ist das meine letzte unbehäkelte und hier werde ich jetzt diese Masche mit der ersten Käppchenmasche zusammennehmen und zwar wieder als feste Masche. Ich steche in diese Masche ein, hole den Faden durch und steche hier in die erste Käppchenmasche ein, hole den Faden durch und häkle diese drei Schlingen zusammen ab. Und jetzt geht's wieder mit Sockenmaschen weiter. So, jetzt bin ich also in der Mitte des Käppchens. Ihr könnt sich schön sehen, wie sich hier der Fuß entwickelt hat. Und jetzt werde ich in der folgenden Runde genau über diesen Stellen noch zwei Maschen abnehmen. Je nach Größe, Größentabelle, kann auch sein, dass ihr jetzt schon die ursprüngliche Maschenzahl erreicht habt. Aber wir müssen hier noch zwei Maschen abnehmen. Und das zeige ich euch auch noch und dann beginnt die Fleißarbeit für den Schaft. Hier ist die zusammengenommene Masche. Ich steche also vor der zusammengenommenen Masche ein, hole den Faden durch. Und danach auch hol den Faden durch. Und jetzt habe ich drei Schlingen auf der Nadel und die schlinge ich zusammen ab. Und dann geht es wieder mit Sockenmaschen weiter. Bis auf die andere Seite. Und dann haben wir wirklich schon das meiste geschafft. Ich werde jetzt dann eben noch so viel aufhäkeln, dass mein Wollknäuel dann beendet ist. Ich habe noch 2x2 Maschen zugenommen, das zeige ich euch gleich, weil man eben die Wadenweite damit regulieren kann. Auch jetzt ist der Zeitpunkt, wenn ihr also euch höhere Strümpfe arbeiten wollt, dass ihr die Socke immer mal wieder anprobiert, um zu schauen, ob ihr noch mehr Zunahmen wollt für eure Wadenweite oder ob euch das eben schon genug ist. So, ich häkle jetzt wieder, bis ich an der Stelle bin, wo ich diese zwei zusammengefassten Maschen habe. Und da steche ich davor einmal ein und hole den Faden durch und danach und schlinge dann diese drei Schlingen zusammen ab. So, und jetzt ist der Zeitpunkt, wo ich wieder 38 Maschen in Arbeit habe und ich über alle Maschen jetzt mit der Sockenmasche weiterarbeite. Hier ist dann die Socke, die schon fertig ist. So nach ca. 5 cm ab Käppchenende habe ich hier seitlich, also an diesen späteren Stellen quasi, wenn ihr so seitlich am Socken hochgeht, jeweils eine Masche zugenommen. Man kann es hier sehen. Und hier so 3 cm weiter dann nochmal. Dann habe ich gehäkelt, bis das Material von 50 Gramm fast fertig war. Habe dann in der hinteren Mitte nach einer Sockenmasche eine feste Masche gehäkelt und dann noch eine Kippmasche, damit hier die Kante schön abgerundet ist.
Und dann war die Socke fertig. Man muss dann eben noch hier den Faden nach innen ziehen und vernähen. Aber das war's dann. Ich häkle den jetzt noch fertig. Und dann hoffe ich, dass euch das Video Spaß gemacht hat. Dann abonniert meinen Kanal. Ich stelle immer wieder neue Ideen ein. Und dann sage ich jetzt noch hoffentlich bis bald und tschüss.